bin absolut schlecht im Sparen. Ich kann es überhaupt nicht. Ich bin auf Dating-Apps. Was war der richtige Grund für deinen Monat? Du wirst nicht als Familienmitglied behandelt. Mir hier in Amerika bedeutet aber ganz anderes als eine Familie in Deutschland. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich weiß, es ist eine längere Zeit her, seitdem ich ein Video wieder hochgeladen und gedreht habe. Aber ja, ich war unterwegs. Dann hatte ich keine Zeit, dann habe ich gearbeitet und ich habe mich nicht so danach gefühlt. Es gab wieder ein paar Ups und Downs, aber dazu ein anderes Video mehr. Heute ist Freitag, der 1. April. Das heißt, heute ist April. Und ich bin, wie ihr am Titel des Videos lesen könnt, jetzt endlich hier, um euch zu sagen, wie die wirkliche Realität eines Au-pairs ist. Ich werde in diesem Video Fragen dazu beantworten, was ich von der Organisation halte, wie das ganze Programm an sich ist, und ich werde einfach mal wirklich Naked Facts droppen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, weil mir super viele von euch echt immer schreiben, welche Fragen sie haben und wie das Au-pair-Leben ist und wo man alles denken muss. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, das mal zu erzählen, weil ich wirklich von der Organisation teilweise finde, dass die überhaupt nicht richtig informieren. Es wird in Deutschland so dargestellt, es ist so ein tolles Programm und weiß ich nicht, aber am Ende des Tages wird nicht über das gesprochen, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und man kommt dann in dieses neue Land und ist so ein bisschen so, ja, so ein bisschen allein gelassen. Und deswegen dachte ich mir, dass ich jetzt dieses Video für euch drehe, weil tatsächlich viele danach gefragt haben. Ich habe auf Instagram einen Fragensticker reingepostet, damit ich auch vielleicht weiß, was ihr gerne wissen wollt. Und das gucke ich mir jetzt einmal ganz kurz auf meinem Handy an. Ich glaube, ich fange einfach erstmal mit den Fragen an und dann werde ich noch ein bisschen allgemeiner über die Organisation und den ganzen Prozess noch mal ein bisschen sprechen. Und by the way, ich habe gerade Sport gemacht, deswegen sind meine Wangen komplett rot und meine Haare absolut fettig und ich habe die einfach in so einen Sleek Bun gemacht, aber never mind. Okay, erste Frage, die mir gestellt wurde, ist: Warst du auf College House Partys? Ja, tatsächlich war ich auf einer in Yale und das war tatsächlich ganz cool. Ich muss aber dazu sagen, wenn man keine Leute vom College kennt, wirst du auch auf keine Partys gehen. Meine Freundin und ich waren ziemlich motiviert, aber auf eine Party zu gehen. Das heißt, wir sind nach Yale gefahren, weil ich war sowieso schon da, sie ist dann zu mir gekommen. Dann haben wir uns in ein Restaurant gesetzt und tatsächlich, weil diese Stadt ist in New Haven und New Haven ist voll mit Studenten, logischerweise. Und dann kam da so eine Jungstruppe und die haben an einem Tisch halt auch in dem gleichen Restaurant gegessen wie wir. Und dann haben die uns angesprochen, wir wollten die ansprechen, das war dann so hin und her, ist ja auch egal. Am Ende des Tages sind wir dann mit denen noch feiern gegangen, was echt lustig war. Also es war wirklich richtig witzig, weil die waren im Ruderteam und ach, es war auf jeden Fall cool. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Leute, geht auf Bumble, geht auf BFF und keine Ahnung was und guckt, ob da Leute auf irgendwelchen Colleges in der Umgebung sind. Erfahrung mit Dating in Amerika. Ich bin auf Dating-Apps, nicht nur um jemanden hier zu daten, sondern halt wie gesagt auch um Leute kennenzulernen, einfach so als Freunde. Tatsächlich aber hatte ich auch ein Date tatsächlich. Das war cool, ich bin ehrlich. Und ja, ich habe das natürlich meiner Gastfamilie nicht erzählt, weil das ist halt mein Privatleben, das geht die nichts an. Aber ich finde halt einfach, da muss man auch irgendwie ja für sich selber wissen, was ich meine, letztendlich, was im schlimmsten Fall passieren kann, ist, dass du jemanden hier kennenlernst, dich Hals über Kopf verliebst und dann, ja, gehst du aber wieder nach Deutschland irgendwann. Von daher, ja, da bin ich jetzt nicht so, also das war jetzt, also ich date auch nicht, also das war einmal und ja, that's it. Wie viel Geld gibst du pro Monat, Woche aus? Das ist eine Frage. Ich bin absolut schlecht im Sparen.
ich kann es überhaupt nicht. Ich habe es auch nicht getan. Ich habe wirklich fast mein ganzes Geld ausgegeben. Man sagt aber, man soll $20 die Woche für Taxes sparen. Und das sollte man dann wirklich tatsächlich auch machen. Und ansonsten, ich versuche halt, also mein meistes Essen, das meiste Geld geht eigentlich auch drauf für Essen. Am Anfang habe ich viel geshoppt. Not gonna lie, ich habe viel Klamotten geshoppt. Zu viel. Und das war halt dumm. Aber das wurde das. Und ich würde schon sagen, dass ich, also wenn ich von meinem Wochengehalt, was $200 sind, gebe ich schon eigentlich mindestens die Hälfte aus. Aber das kommt auch auf die Woche drauf an. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich mache einen Trip, gebe ich natürlich fast alles aus. Also einen Wochenendstrip. Wenn nicht sogar logischerweise mehr. Also es ist super, super schwierig. Aber am Ende des Tages, ich bin scheiße im Sparen und ich habe nichts gespart. Und it is what it is. Ist es mir aber auch egal, weil ich bin hier, ich bin hier so plus minus null. Also von daher ist es okay. Wie war das erste Aufeinandertreffen auf deine Familie? Also, das allererste Treffen mit meiner ersten Familie. Ich habe drei Gastfamilien gehabt. Oder ich bin in meiner dritten. Das allererste Treffen, aber wo ich am Flughafen angekommen bin in Atlanta damals, im Juli, war tatsächlich irgendwie schön, weil ich wusste, dass Emmy mich abholt. Emmy war das alte Au-pair von meiner Gastfamilie und sie war auch Deutsche. Und ich wusste, dass mein Gastvater mit den Kindern kommt. Die Mama musste arbeiten. Mit dem Gastvater habe ich tatsächlich vorher nicht einmal gesprochen. Das war natürlich ein bisschen awkward, bin ehrlich. Aber die Kinder waren so süß. Die haben so ein Plakat für mich gemacht und haben mich auch umarmt. Und nee, das war richtig schön. Und ich habe mich sofort mit Emmy gut verstanden. Aber das war mir sowieso klar, von daher. Ja. Und mit den anderen Familien war das halt auch normal, weil du hast ja mit denen schon vorher gefacetimed. Es ist jetzt nicht so wie so ein Blind Date, dass du die überhaupt nicht kennst. Deswegen war das eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Was war der richtige Grund für deinen Rematch? Interessiert mich voll. Ich weiß, dass es viele von euch interessiert. Der einzige Grund, weshalb ich das nicht sagen möchte, ist, ich möchte erstens keine negativen Kommentare hören und zweitens weiß ich auch nicht so genau, ob das einfach erwachsen ist von mir, das so zu droppen. Und ich muss natürlich auch ein bisschen darauf achten, was ich hier sage. Ich meine, das ist im Internet, was ich hier poste. Und also das ist einfach eine Sache, so, die ich hier nicht im Internet teilen werde. Ja, dann war hier keine Frage, aber eher eine Aussage. Au-pair ist letztendlich einfach nur eine billige Arbeitskraft, meine Meinung. Und das stimmt. Ich kenne wirklich, glaube ich, von allen Au-pairs, die ich hier mittlerweile kennengelernt habe, man kennt einfach wirklich sehr, sehr, sehr viele. Nicht meine engen Freunde, sondern einfach generell Au-pairs. Ich kenne zwei. Zwei meiner Freundinnen, tatsächlich meiner Freundinnen, haben eine tolle Gastfamilie, die sie behandeln wie ein Familienmitglied schlechthin. Ansonsten absolut nicht. Du wirst nicht als Familienmitglied behandelt, unless du hast einfach wirklich Glück. Jeder, der in Deutschland irgendwas anderes sagt, und das ist hauptsächlich von der Organisation aus, kann es dir einfach so gar nicht sagen. Und dieses Idealbild von, oh, ich werde meine zweite Familie in Amerika kennenlernen, das ist kompletter Bullshit. So, du wirst vielleicht Glück haben, ja, aber dieses Glück, diese Wahrscheinlichkeit, dass du so eine Familie bekommst, ist so gering. Deswegen, für alle Leute, die sich als Au-pair in Amerika oder sonst wo einschreiben, oder anmelden, geht nicht mit der Vorstellung rein, dass ihr da eure Familie fürs Leben kennenlernt, weil das ist einfach der seltenste Fall. Klar, du wirst wahrscheinlich noch Kontakt mit denen haben danach, vielleicht, weil auch nicht mal das ist dir garantiert, aber es ist einfach, es sollte nicht deine Hauptmotivation sein, weil sonst hast du deine Vorstellungen einfach ganz weit nach oben gestellt und du wirst ganz tief fallen, so wie ich, die letztendlich zweimal im Rematch war. Weil bei meiner zweiten Gastfamilie war ich absolut kein Familienmitglied. Ich habe gedacht, ich bin es und ich war es überhaupt nicht. Es wurde halt einfach alles ganz anders kommuniziert. Und Familie hier in Amerika bedeutet auch was ganz anderes als eine Familie in Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland Familie ganz groß schreiben. Und hier in Amerika kommst du nicht in den Inner Circle. Also so Inner Circle, sorry. Du hast hier so die Familie und du kommst da einfach nicht rein.
So, da können die dir sagen, was du willst. So, das ist am Ende des Tages immer noch deren Familie. Und du arbeitest halt hier für wenig Geld. Wirklich wenig Geld. Aber das ist halt so die Experience, die du halt dafür hast du halt das Reisen und so weiter und so fort hier. Ich sag's ehrlich, ich würde es nicht nochmal machen. Ich finde es besser, wenn das Programm 6 Monate gehen würde und man dann die Chance hat zu verlängern, weil ein Jahr, bin ich ehrlich, ist mir einfach zu viel. Und das geht auch vielen anderen Leuten so. Aber ja, das ist halt leider so. Und ja, that's it. Bist du happy mit deiner Gastfamilie gewesen? Also erstmal, ich weiß nicht, welche Gastfamilie du meinst. Ich habe, wie gesagt, 3 Gastfamilien. Also meine erste Gastfamilie, tolle Menschen, tolle Kinder. Ich habe die wirklich super doll in mein Herz geschlossen. Und der einzige Grund, weshalb ich ja auch damals ins Dreamwatch gegangen bin, war, weil ich einfach dort keine Freunde hatte. Es gab sehr wenige Au-pairs und auch sehr wenig zu tun. Und ich habe halt auch sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Ich hatte 4 Kinder und 45-Stunden-Woche. Das war einfach sehr viel. Und dadurch, dass ich dann keinen Ausgleich hatte, weil ich keine Freizeit hatte, sozusagen, weil ich keine Freunde hatte, war es einfach wirklich super schwer. Und nicht das, was mich glücklich gemacht hat. Aber ich war trotzdem happy mit der Familie. Die zweite Familie, da war alles besser freizeittechnisch. Also da hatte ich so viele Freiheiten wie noch nie. Ich konnte das Auto fast überall mit hinnehmen. Ich musste nicht für den Gas bezahlen. Meine Freunde konnten bei mir übernachten. Ich konnte bei meinen Freunden übernachten. Sie haben mich nicht gefragt, wo ich hingehen wollte. Ich habe super wenig gearbeitet. Und Pro-Tipp. Wenn du als Au-pair eine Kreditkarte hast und die Groceries selber machen kannst, das heißt, du kannst einkaufen, was du möchtest. Geilstes, was es gibt. Das hatte ich alles und ich konnte eigentlich machen, was ich will. Ich hatte eigentlich eine relativ gute Location. Das Einzige war wirklich, die Mädels, mit denen habe ich mich gut verstanden, aber ich habe mich nicht krass mit denen connected und mit den Eltern auch nicht, aber ich mochte sie. Also das war halt so dieses, ich hatte Freiheit, aber weniger so dieses Familiäre, und bei meiner ersten Familie war es genau andersrum. Und bei meiner Familie jetzt, wo ich jetzt bin in New York, auf Long Island, hier, die Kinder lieben mich, ich liebe die Kinder. Es ist verdammt anstrengend, weil es sind 3 Jungs, aber ich mag die super, super gerne und wir kommen super zurecht. Ich bin deren erstes Au-pair. Ich glaube, das hat auch vieles damit zu tun, die kennen das noch nicht so, dass hier jemand ist und der hier lebt und wohnt. Die sind sehr an mich gebunden schon, genau. Und mit den Eltern komme ich auch super zurecht. Klar, es ist natürlich manchmal ein bisschen weird, weil ich bin hier erst seit einem Monat und das ist noch nicht so lang. Ich verstehe mich gut mit denen, aber es ist halt nicht so wie bei meiner ersten Gastfamilie, so würde ich behaupten, keine Ahnung. Aber ich mag die wirklich super gerne. Und wen vermisst du am meisten? Hust, hust, sag nichts Falsches. Das kommt natürlich von meiner Schwester. Ja, ich vermisse meine Schwester schon. Wen vermisse ich am meisten? Ich kann das gar nicht sagen. Meine Familie, wirklich. Also meine Familie und halt meine Freunde. Aber ich habe jetzt keine einzelne Person. Ja. Wie viel hat sich dein Englisch durch die Reise verbessert? Ich würde behaupten, schon ein wenig. Weil ich habe schon davor relativ gutes Englisch gesprochen. Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie braggen oder irgendwas. Aber ich weiß, dass mein Englisch gut ist. Und der Vorteil hier ist natürlich, dass du wirklich jeden Tag Englisch sprichst. Und irgendwann fängt man halt auch weniger an, drüber nachzudenken, was man sagt. Und selbst wenn du Fehler machst, ist es sowieso egal, weil die Gastfamilien wissen, dass du halt nicht Native Speaker bist. Und ich finde es aber richtig cool, weil das, was, wenn man so merkt, dass man auf Englisch anfängt zu träumen in der Nacht, das ist schon cool. Also ich träume nicht immer auf Englisch, warum auch immer, ich check das auch nicht. Aber das ist, dann ist es so richtig schon so in deinem Alltag integriert. Ich weiß nicht, das ist ganz crazy. Aber ja, also mein Englisch hat sich schon ein bisschen verbessert, auf jeden Fall. Was war die größte Herausforderung für dich bis jetzt? Ich glaube tatsächlich, mit den Regeln von Gastfamilien klarzukommen und einfach, ja, mit der Gastfamilie zusammenzuleben. Weil es ist natürlich so, die haben Regeln. Du bist daran nicht gewohnt. Ich bin 22 Jahre alt und ich muss meinen Eltern zu Hause nicht sagen, wo ich hingehe. Ich muss meinen Eltern zu Hause nicht fragen, wann ich das Auto nehmen kann. Also es sind solche Sachen, das ist halt irgendwie schwer,
Und natürlich erstmal auch mit den ganzen Rematches klarzukommen. Also diese Gespräche zu führen, ich möchte ins Rematch gehen, das ist das aller Schwerste, was ich in meinem Leben hier als Au-pair machen musste. Denen zu sagen, ich mag euch super gerne, aber ich muss gehen, das ist für die natürlich super schwer, weil die sich so denken, hä? Wieso? Wir dachten, du bist glücklich. Und das war ich auch in der meisten Zeit. Aber es gibt einfach Punkte, wo die Familie nichts für kann. Die kann das einfach nicht ändern. Und dann musst du halt für dich entscheiden, bist du jetzt hier, um zu arbeiten oder bist du hier auch, um eine gute Zeit zu haben und auch Freunde zu finden? Und letztendlich ist es halt eher das Zweite, weil wenn ich arbeiten wollen würde, könnte ich auch nach Deutschland gehen, wo ich wesentlich mehr Geld verdienen würde. Genau, deswegen, das ist es halt so. Keine Frage, aber ui, freue mich auf dein Video, hoffe, es geht dir wieder besser. Sehr süß von dir, dankeschön, das freut mich zu hören. Und ja, jetzt würde ich einfach mal, weil die Fragen jetzt eigentlich so, die meisten Fragen sind ja nicht so fertig, dass ich jetzt einfach mal ein bisschen so auf die Organisation und auf das ganze Programm so eingehe. Ja, ich weiß tatsächlich nicht mal, wo ich anfangen soll. Wahrscheinlich am besten in dem Moment, wo man noch in Deutschland ist, als noch nicht Au-pair. Und zwar, ich möchte euch allen, die denken, dass sie dieses Programm starten möchten, einfach nur ans Herz legen, dass ihr genug Fragen stellt am Anfang, bevor ihr wirklich matcht. Es ist essentiell, dass ihr wisst, was eure Freiheiten sind, was ihr machen dürft, ob ihr das Auto haben dürft, ob ihr ein Auto mit zur Verfügung habt, ob ihr eure Freizeit, ob ihr dafür für den Sprit bezahlen müsst, wo ihr damit hinfahren könnt. Habt ihr zum Beispiel eine Kreditkarte für Groceries? Solche Sachen oder auch für die Kinder noch, das sind so Sachen, die irgendwo einfach essentiell sind, weil wenn ihr diese Fragen nicht stellt, wird es irgendwann awkward, wenn ihr in der Familie seid und sie dann sagen so, hä? Nee, das haben wir ja nie gesagt. Und das ist halt genau das Problem, was ich jetzt so ein bisschen mit meiner Familie hatte. Deswegen, Kommunikation ist key. Es ist wirklich kein Sprichwort, es ist einfach tatsächlich so. Und die Organisation sagt zwar auch so, ja, stellt Fragen, aber stellt nicht nur Fragen über die Kinder. So, stellt wirklich Fragen, die für euer alltägliches Leben wichtig sind. Genau, dann packt niemals vor einem Fire Hydrant, also niemals vor einem Feuerhydranten. Das gibt krasse Fines, ich sag's euch jetzt schon, weil in Deutschland ist das ja nicht so ein Ding. Deswegen, hier in Amerika kriegst du eine $200 Strafe, just so you know. Generell, falsch parken, extremst teuer. Wir haben gerade eine $100 Fine bekommen, also Leute, macht auf jeden Fall, wenn ihr parkt, guckt genau, wo ihr parken dürft, weil hier ist es alles extrem teuer. Ansonsten zu der ganzen Rematch-Sache. Es gibt super viele Au-pairs, die ins Rematch gehen. Und das sagt dir keiner im Voraus. Ich bin auch nicht mit dem Gedanken hier reingegangen, ja, ich gehe ins Rematch zweimal. Also, das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Und tatsächlich habe ich geglaubt, nein, man bleibt die ganze Zeit bei einer Familie. Das ist tatsächlich selten der Fall. Also es gibt so viele Au-pairs, die ins Rematch gehen. Und das sollte einfach jedem im Voraus klar sein, weil man kann einfach, es können immer Probleme auftauchen. Man kann sich dann am Ende des Tages, kennt man sich nicht, wenn man matcht über FaceTime, wenn man dann miteinander lebt. Das ist was ganz, ganz anderes. Deswegen lasst euch auf jeden Fall Zeit, bevor ihr matcht. Und es ist halt einfach wichtig, dass ihr dann, wenn ihr entscheidet, eben doch ins Rematch zu gehen, keine Angst davor habt, sondern wirklich eure Vorstellungen halt in die Tat umsetzt und dann einfach sagt, hey, ich bin hier einfach so nicht glücklich, ich muss das machen für mich, um glücklich zu sein. Das ist ja auch meine Experience, denn ihr seid hier nicht, um nur zu arbeiten. Ihr seid hier, um das Land kennenzulernen. Ihr seid hier, um die Kultur kennenzulernen. Und deswegen, es ist einfach wirklich wichtig, für sich selber auch natürlich einzustehen. Für mich ist es super schwer, diese Konversation immer geführt zu haben, weil ich halt natürlich jetzt auch wenn man denkt, ich hatte jetzt schon mehrere Rematches, es ist so schwer trotzdem jedes Mal über solche Sachen zu sprechen. Und ich hoffe einfach, dass das natürlich keiner durchmachen muss, weil es unangenehm ist.
Aber letztendlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert ist, trotzdem irgendwo hoch. Deswegen macht euch einfach vorher Gedanken darüber, dass es passieren könnte, dass es eine Möglichkeit ist. Muss natürlich überhaupt nicht sein. Vielleicht seid ihr auch eine Person, ich bin halt jemand, der, ja, wenn ich halt einmal so in meinen Freiheiten eingeschränkt werde, da rebelliere ich dann halt ganz schnell und das finde ich dann halt einfach nicht cool. Und dann sage ich halt ganz schnell, also ich will nicht sagen, dass ich aufgebe, aber für mich ist das was einfach nicht wert, weil am Ende des Tages, wer garantiert mir überhaupt, weißt du, die Familien, die sind natürlich, die haben hier jemanden für ein Jahr und danach haben sie jemand Neues. Aber für mich ist das nur dieses eine Jahr, was ich habe und ich möchte natürlich das Beste daraus machen, was ich kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr für euch selber, dass ihr euch selber treu bleibt und euch eben nicht von der Gastfamilie behandeln lasst wie eine Putzkraft, wie jemand, der einfach alles machen kann. Schaut euch die Regeln von der Organisation an. Die Schedules zum Beispiel, die dürfen sie nicht einfach so einen Tag vorher ändern. Das sind alles Kleinigkeiten, die am Ende des Tages super wichtig sind für euch und eure und für eure Happiness. Wie heißt das auf Deutsch? Für euer Glück? Nee, egal, ihr wisst, was ich meine. Deswegen kommuniziert wirklich alles das, was euch wichtig ist. Und eure LCCs, die sind schon für euch da, auf jeden Fall. Und die würde ich auch immer zu Rate ziehen, wenn ihr irgendwie ein Problem habt. Aber sprecht auch mit euren Freunden, sprecht auch mit den anderen Au-pairs, die ihr kennt. Denn manchmal hat man vielleicht auch so eine ganz eingeschränkte Sichtweise auf Dinge, wo andere Au-pairs sagen so, hä, ist doch gar nicht schlimm oder keine Ahnung, haben da vielleicht einen Rat für euch. Es ist wirklich immer unterschiedlich. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, der allerwichtigste Punkt bei diesem Au-pair-Sein ist einfach, dass ihr wisst, was ihr wollt, dass ihr wisst, dass ihr mit einer Gastfamilie, mit eurem Arbeitgeber zusammenlebt und dass Kinder aber nicht unbedingt verstehen, wenn ihr off seid und wenn ihr arbeitet. Das wissen, verstehen Kinder einfach in einem gewissen Alter nicht. Und da so ein bisschen so die Balance zu finden und natürlich trotzdem noch eure Zeit hier zu haben, so viel vom Land zu sehen wie möglich, ist nicht immer einfach, aber super wichtig, dass ihr das für euch einfach macht und ja, euch einfach immer treu bleibt. Fazit des ganzen Au-pair-Seins ist für mich, dass ich nicht gemacht bin, um mit Kindern zu arbeiten. Ich liebe meine Kinder jetzt. Ich mochte eigentlich alle meine Kinder. Was heißt eigentlich, ich mag, mochte alle meine Kinder. Aber jedes Alter hat seine absoluten Ups und Downs. Und dafür bin ich dann einfach nicht gemacht. So mit der Gastfamilie zusammenzuleben und dann auch noch zu arbeiten. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich hier nicht wohnen würde. Damit ich halt so diesen clean Cut habe zwischen Freizeit und Arbeit. Aber das habe ich hier nicht. Und das ist einfach nicht das Richtige für mich. Und da muss sich, glaube ich, jeder selber einfach die Frage stellen, ob es was für einen ist oder eben nicht. Und das am besten, bevor ihr das Au-pair-Programm macht. Aber ich bereue es auf gar keinen Fall, das natürlich hier gemacht zu haben. Ich wollte halt nur, dass auch mal jemand so über die richtigen Wahrheiten spricht und nicht über so diese Idealvorstellung von, oh, ich lebe in Amerika für ein Jahr und es ist alles so toll, weil es ist nicht alles toll. Und es gibt super viele Schwierigkeiten, über die keiner mit einem vorher spricht. Und das ist halt einfach das Ding, was viele Au-pairs nicht wissen, bevor sie hierher kommen. Und deshalb dann dazu führt, dass vielleicht jemand abbricht. Ich kenne super viele Leute, die abbrechen oder halt eben ins Rematch müssen und so weiter und so fort. Deswegen, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen so das Leben so ein bisschen hier näher bringen und einfach so ein bisschen erzählen, was tatsächlich hier so die harten Facts sind. Und wenn ihr noch natürlich Fragen habt, stellt sie mir in den Kommentaren, stellt sie mir auch auf Instagram. Ich werde es in der Infobox verlinken, damit ihr auch wisst, wo ihr mir schreiben könnt, weil da bin ich immer aktiv. Und ich hoffe wirklich, dass dieses Video ein bisschen informativ für euch war. Natürlich hat das jetzt auch keinen krassen roten Faden, bin ich ehrlich, aber es ist auch so ein bisschen ein Thema, wo es so viele Topics gibt, dass man da irgendwie auch nicht so einen richtigen roten Faden haben kann. Und ich ein bisschen von meinen Gefühlen einfach und von meinem Herzen sprechen wollte. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und auch ein Abo. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bis dann!